Also es ist wahrscheinlich schon irgendwo ein Stück, irgendwo richtig und ein Stückchen Wahrheit dran, dass die Medien halt vielleicht irgendwo das auch ein bisschen hypen und den vielleicht manche Stimmen nicht gehört werden. Ich bin sehr überzeugt davon, dass es diesen Klimawandel gibt. Ich weiß es, ich glaube an die Fakten. Und trotzdem hoffe ich inständig, dass es nicht zu dem kommen wird, wovon ich überzeugt bin. Wenn man dich sogar warnt vor Leuten, die kritische Fragen stellen, sollte es eigentlich zu denken geben? Ja, theoretisch schon. Wenn 1933 und 1952 da was bewegt wurde, dann vielleicht hoffentlich auch 2019. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute wieder bei Fridays for Future. Letzte Woche war das ja riesengroß, da waren angeblich 70 bis 100.000 Leute da. Und weil da auch die Antifa fleißig am Flagge schwenken war und sie auch gepostet haben, ja ey, vorsichtig, Achtung, Große Freiheit TV läuft mit, der stellt Fragen, ganz, ganz schlimm. Habe ich mir gesagt, ich bin heute mal ein bisschen undercover unterwegs, bin nicht so rasiert, habe mir mal ganz andere Sachen angezogen, eine Mütze aufgesetzt und will einfach mal schauen, was die Leute heute sagen. Also man sieht auf jeden Fall, ist deutlich Luft raus, vielleicht ein 1/30 oder so vom letzten Mal. Der Jungfernstieg ist hier komplett frei, gerade konnten auch Autos fahren, also jetzt ist es was ist es jetzt? Es ist 12 Uhr, also die haben um 10 Uhr angefangen. Es ist ja immer so das Hauptargument, alle Wissenschaftler sind sich einig, aber es gibt sogar im Mainstream, gibt es da Quellen, die sagen, das ist tatsächlich nicht so. Und solche Videos sollen wir den Leuten heute einfach mal zeigen, mal schauen, was sie dazu sagen. Also auf geht's. Ich bin Simon, bin 38. Okay. Simon, warum bist du heute hier? Weil ich diese Bewegung hier von Fridays for Future unterstützen möchte und weil das einfach so mit dem Klimaschutz in Anführungsstrichen nicht so weitergehen kann. Und weil es einfach sehr einfach sein könnte, was zu tun. Und ich glaube, dass sich da die Politik vordrückt, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die vor allen Dingen der Industrie wehtun. Also ich glaube nicht daran, dass das Arbeitsplätze kosten würde. Ich glaube einfach nur, die Arbeitsplätze würden sich verschieben in andere Sektoren. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Wachstum in der Wirtschaft durchaus weitergehen könnte, aber diese Industrie, die wir bis jetzt haben, die funktioniert so in der Zukunft nicht mehr. Und deswegen glaube ich auch, dass die Politik Gutes daran täte für die Zukunft, sich an dieser Bewegung hier zu beteiligen, weil das auch Arbeitsplätze retten würde in der Zukunft. Moin, ich bin Juri und 33 Jahre alt. Okay, Juri, warum bist du heute hier? Weil ich Unternehmer bin, ein Startup habe und wir entwickeln einen innovativen CO2-Rechner. Und entsprechend muss ich diese ganze Sache unterstützen. Oh, CO2-Rechner, das heißt, du kennst dich auch mit Modellen und alles aus? Ich kenne mich... Klimamodellierung und so. Nicht unbedingt mit Klimamodellierung, aber wir können halt richtig gut den persönlichen CO2-Footprint berechnen. Also da stecken auch schon Modelle hinter, klar, ja. Okay, es geht um den Footprint, wie viel CO2 jeder verbraucht. Genau, also es geht jetzt nicht um globale Klimamodelle, sondern eben... der persönliche Impact, also quasi Mikromodelle innerhalb des Großmodells. Ich heiße und ich bin 32. Warum bist du heute hier? Weil ich nicht wüsste, wo ich besser sein könnte als hier. Okay. Warst du letzte Woche schon hier? Ich war nicht hier, ich war woanders auf der Demo. Wie kommt es, dass letzte Woche 70 bis 100.000 Leute da waren, heute kaum welche? Es waren nicht kaum welche da, es war sehr viel weniger, ja. Ist die Luft raus? Die Luft ist nicht raus, die Mobi für letzte Woche war einfach sehr viel größer. Es war ein weltweiter Streik, also ein sehr lange vorbereiteter, sehr groß aufgezogener Streik. Und das war natürlich für diese Woche nicht mehr leistbar. Da waren viele Energien raus, ja, aber das heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Und das war ganz gezielt, den Druck auf die GroKo mit dem Klimapaket zu legen, sehr gut auch getimt, aber es hat leider das Ergebnis nicht hergegeben dann. Warst du letzte Woche schon hier? Ja. Wie kommt es denn, dass jetzt auf einmal so viel weniger los? Ich meine, letzte Woche war der ganze Jungfernstieg voll. Wo sind die Leute? Ist die Luft raus? Das ist echt ein bisschen traurig, das hier so zu sehen. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, letzte Woche war das eine Ansage für einen weltweiten Streik. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt diese ganze Woche auch weltweit so weitergeht, aber ja, es ist halt einfacher, sich auf einen Tag zu konzentrieren, als jeden Freitag immer wieder und immer aufs Neue irgendwo hinzukommen. Aber das, was ja die gute Greta da uns vorgemacht hat,
war, jede Woche das irgendwie zu machen und dass es nach und nach immer mehr wird. Und ja, vor 2 Wochen stand hier gar keiner, glaube ich. Deswegen ist es vielleicht immerhin etwas, dass hier noch welche stehen. Mal gucken, wie es nächste Woche ist. Jetzt gibt es ja verschiedene auch Ansichten. Es gibt Leute, die sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Hast du dich schon mal mit diesen Kritikern auseinandergesetzt? Ja, das ist leider traurig, dass es sowas gibt. Klar, ich habe mir das, ich habe nachhaltiges Wirtschaften studiert, ich kenne mich damit bestens aus und die Argumente, die Sie vortragen, sind lückenhaft und lächerlich und nicht ernst zu nehmen. Oder ist die Rede von Greta bei den United Nations vielleicht nicht so gut angekommen? ich glaube, bei den richtigen Leuten ist sie richtig angekommen. Wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, der sollte vielleicht mal anfangen, sich mit Fakten auseinanderzusetzen. Apropos Fakten. Es gibt ja Leute, die sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Hast du dich schon mal mit diesen Stimmen beschäftigt? Ja, habe ich. Mit den Stimmen. Es gibt dahinter keine Fakten. Der Klimawandel ist natürlich, also es gibt immer einen gewissen Grad an Klimawandel, der natürlich ist, aber der wird ja vom Menschen sehr stark beschleunigt. Und das ist der Fakt, den diese Stimmen einfach nicht beachten. Wir stellen halt einfach nur Fragen. Aber Suggestivfragen? Nein, ich stelle einfach nur ganz offene Fragen, ja. Ob du dich da und damit beschäftigt hast. Ja, aber habe ich nicht wirklich Bock drauf. Also für jeden anderen gern, aber... Okay, vollkommen verständlich. Ja. Wie gesagt, aber wenn man dich sogar warnt vor Leuten, die kritische Fragen stellt, sollte es eigentlich zu denken geben? Ja, theoretisch schon. Aber es gibt ja auch Spinner. Und warum sollte man nicht... Ist jemand, der kritische Fragen stellt, ein da Spinner? Da wickelst du mich gerade, ohne dass ich es merke. Nein, aber ist jemand, der kritische Fragen stellt, ein Spinner? Einmal, wenn man Fragen stellt, ist Spinner? Nee, natürlich nicht. Okay, alles klar, vielen Dank, viel Spaß noch. Ciao. Hast du dich auch schon mit den Kritikern des menschengemachten Klimawandels auseinandergesetzt? Mit den Kritikern wie der AfD oder Trump oder welche meinst du jetzt? Okay, was meinst du von, man hört ja mal wieder, es sind 97% der Wissenschaftler, die sich einig sind. Was sagst du zu diesen Studien? Zu den 97%. Genau. Dass es 97% sind, oder? 97% der Wissenschaftler sich einig sind, wird ja halt von Obama, viele Politiker sagen halt immer, mittlerweile sagen sie 99% sind sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Was sagst du zu solchen Studien? Die 97% haben natürlich recht. Dass es menschengemacht ist oder hauptsächlich jetzt vom Menschen mit befeuert wird. Dürfen wir dir ein Video zeigen? Mein Video? Nein, ein Video. Ja, gerne. Okay, wir zeigen dir einfach mal ein Video und dann wollen wir halt einfach mal schauen, wie du drauf reagierst. Solche Zweifel seien verbreitet, sagt Hans-Matthias Kepplinger. Der Kommunikationsforscher von der Uni Mainz hat eine Umfrage unter den deutschen Naturwissenschaftlern zum Klimawandel durchgeführt. Die Gruppen sind etwa gleich groß. Es gibt die Warner, es gibt die Skeptiker und es gibt eine Mittelgruppe. Und alle drei Gruppen sind in der deutschen Klimaforschung etwa mit der gleichen Stärke vertreten. Allerdings ist es so, dass die Warner wesentlich aktiver sind und dass sie sich in der Öffentlichkeit wesentlich offensiver in Szene setzen. Und das hat dazu geführt, dass der irrtümliche Eindruck entsteht, dass neben den Warnern allenfalls eine kleine versprengte Minderheit von Unverbesserlichen existiert. Aber dieser Eindruck ist definitiv falsch. Okay. Was sagst du dazu? Ich kenne jetzt seine Quellen nicht und seine Zahlen nicht. Dreisat lief 2007 im öffentlich-rechtlichen Dreisat. Ja, Dreisat zeigt ja auch durchaus mal kritische Sachen, von daher finde ich Dreisat gar nicht so schlecht. Das ist ja jetzt kein Propagandasender im üblichen Sinne. Okay. Genau, was sagst du dazu? Also es ist wahrscheinlich schon irgendwo ein Stück, irgendwo richtig und ein Stückchen Wahrheit dran, dass die Medien halt vielleicht irgendwo das auch ein bisschen hypen und den vielleicht manche Stimmen nicht gehört werden. Aber also Fakten bleiben Fakten und wenn die überwältigende Mehrheit, egal ob sie gehypt wird oder nicht, und peer-reviewed Studien sagen, erst kommt das CO2 und daraufhin kommt der Temperaturanstieg. Das ist ja nicht so. Natürlich ist das so. Okay, ich bin eine andere Meinung. Dürfen wir dem Video zeigen?
mein Video zeigen? Nein, ein Video, nicht dein Video. Ihr mir ein Video zeigen? Ja. Ich hab's nicht ganz verstanden, weil es zu laut war. Aber du bist am Lachen. Ich bin am Lachen, ja, weil... ja, ich weiß nicht genau, wer er ist. Bei Dreisat ist ein Kommunikationswissenschaftler, der einfach eine Umfrage unter den Wissenschaftlern gemacht hat. Unter welchen Wissenschaftlern? What do we want? What do we want it? What are we? Yeah! Ich weiß nicht, woher der seine Zahlen hat, deswegen ist das so ein bisschen unbelegt. Es kann ja sein, was er da sagt, dass das stimmt. Letztendlich, ja, weiß ich nicht, spielt das eigentlich keine Rolle. Weil das ist eine total allgemeine Aussage, die ohne Aussage, ohne Nachricht jetzt irgendwie ist. Aber sollte es eigentlich kritisch stimmen, wenn man keine Kritiker in den Medien hört, wenn einfach alle nur, ja, sozusagen Alarmisten sind und sagen, wir müssen jetzt unbedingt was machen? Und auch alleine schon, ich sehe halt die ganze Diskussion, Wissenschaftler werden als Klimaleugner bezeichnet, hoch angesehene Leute. Und alleine der Begriff Klimaleugner, ich meine, erstmal geht es ja darum, ob der Menschenwandel menschengemacht ist oder nicht. Und dann halt leugnen, die tun ja auch nicht leugnen, sie haben einfach nur eine andere wissenschaftliche Meinung. Und Wissenschaft ist doch einfach organisierter Zweifel. Sollte einem das nicht zu denken geben, wenn solche Stimmen nicht zu Wort kommen? Dass welche Stimmen nicht zu Wort kommen? Die Kritiker, wie gesagt, es sind ja nur ein Drittel, wie dieser Mann gesagt hat, ein Drittel die Leute, die wirklich sagen, das ist menschengemacht. Warum kommen nicht die anderen, die Neutralen und die Stimmen zu Wort, die was ganz anderes sagen? Na, dann sollen die sich doch melden. Also ich meine, eine Greta Thunberg, die hat ja mit angefangen, weil sie irgendwie eine Botschaft hatte. Wenn jetzt einer gegen den Klimawandel ist oder das leugnet oder so, ja, dann soll der sich halt auch sein Forum suchen. Dann soll der halt auch was machen. Dann soll er, wenn er denkt, das wäre wirklich wichtig, dass man das irgendwie alles abstreitet. Ich meine, Donald Trump hat ja sein Forum und der tut es ja auch immer kund. Vielleicht sollten das dann die Kritiker, die sich da gerade unterrepräsentiert fühlen, dann sich eher nicht was suchen. Szene ja überlassen, freies Land. Hast du dich auch damit beschäftigt, diese 97%-Studie, wie sie wieder die Methodologie war oder dieses Vorgehen, wie sie die Umfrage gemacht haben? Welche Umfrage? Es gibt ja diese 97%-Cook-Studie. Die mir nichts sagt gerade. Okay, aber was sagst du dazu, was er sagt, dass wirklich nur die Warner am lautesten sind und die anderen Stimmen gar nicht zu Wort kommen? Was sagst du zu der These? Also soweit ich weiß, sind die Leute, die KlimaskeptikerInnen sind, also die WissenschaftlerInnen, die klimaskeptisch sind, nicht ungefähr das Drittel, das er da dargestellt hat, sondern eine sehr viel kleinere Zahl. Und dass die natürlich auch entsprechend unterstützt werden von der Ölindustrie und so weiter und so fort. Da sind andere Interessen dahinter als bei einer freien wissenschaftlichen Forschung. Darf ich dir noch ein anderes Bild zeigen? Ja. So, und zwar, was sagst du zu dem Bild? Das ist im Internet im Umlauf. Vielleicht schaust du es dir genau an. Ich weiß, gerade schwierige Bedingungen mit der Musik und kleines Handy. 2012 Hitler. Wir waren in diesem Sommer bei einigen mit dabei. Wir waren bei uns in den Ferien, 50 Leute da. Ja, was hast, willst du auf irgendwas hinaus? Ich kann da jetzt... Es gab ja halt immer Jugendbewegungen in der Vergangenheit, dass Kinder immer von Regimen instrumentalisiert wurden. Siehst du die Gefahr, dass Fridays for Future auch instrumentalisiert wird? Gibt es da eine Gefahr für dich? Nein, absolut nicht, denn ich sehe... so, dass die Wissenschaft Fakten vorlegt und die Jugend orientiert sich daran. Und diesmal haben wir, und die Politik hat sich daran auch zu orientieren. Und wir haben jetzt, es ist irgendwie nicht ein Politiker, der sagt, hier, jetzt geht man auf die Straße, sondern es ist die trockene Wahrheit, die natürlich vielleicht nicht zu 100% belegt ist, aber wir können eben ganz, ganz, ganz stark davon ausgehen, dass es so ist.
Hast du das mit Ransdorf mitbekommen vom Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung? Wenn sich da einer kritisch äußert, der schwärzt die halt immer gleich bei den Chefs an, sagt, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sieht zu, dass ja, diese Leute öffentlich diffamiert werden, dass ihnen die Mittel gestrichen werden. Wenn du Wissenschaftler wärst, würdest du dich sozusagen kritisch äußern, wenn Gefahr besteht, dass du Forschungsgelder verlierst und so weiter? Das ist schwierig. Ich glaube, als Wissenschaftler, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich würde gucken, was ist das Mittel zum Zweck? Und wenn ich die Forschungsgelder behalten könnte, um weiter dem Zweck zu dienen, würde ich wahrscheinlich nichts sagen. Naja. Okay, Ölindustrie, weißt du, von wem der Club of Rome gegründet und finanziert worden ist? Aber ich weiß, wie der Club of Rome gegründet und finanziert worden ist. Nein, ich weiß sehr viel über den Club of Rome, aber das weiß ich nicht. Das sind die Rockefeller, die größte Öldynastie überhaupt. Die haben den Club of Rome gegründet. Die haben diese ganze Klimabewegung mit angestoßen. Und es gibt Videos im Internet, die belegen, dass Milliarden von Forschungsgeldern sozusagen in diese Klimabewegung reingehen, dass letztendlich die Teilhaber von den Ölindustrien und von den regenerativen Energien die gleichen sind, mehr oder weniger. Es sind alles Aktiengesellschaften, es sind alles reiche Familien und so weiter, die dahinter stehen. Ja, ich habe gestern tatsächlich gelernt, dass die Ölindustrie in Deutschland gesagt hätte, ein CO2-Preis von 34 Euro die Tonne wäre absolut vertretbar. Und was macht unsere Politik? 10 Euro. Also die Ölindustrie ist auch nicht immer ganz, ganz scheiße. Aber man muss das auch differenziert betrachten, klar. Darf ich dir noch ein Bild zeigen? Und zwar, solche Bilder sind im Internet im Umlauf. Kannst du mir anschauen und einfach mal sagen, was du davon hältst, was du siehst und was du davon hältst. Okay, ich sehe ein Bild von 1212, wo Kinder mit Pferden, Schaukelpferden oder so und Fahnen marschieren. Dann sehe ich 1933, wahrscheinlich ein Hitlerjugendaufmarsch mit Fahnen. 1952, FDJ-Aufmarsch, Deutsche Jugendkampfreserve. Und 2019, wieder Jugendliche, Burn Capitalism, keine Ahnung, Fridays for Future wahrscheinlich. Was ich dazu sage? Naja, dass anscheinend die Jugend schon immer eine große Kraft hatte, eine große Bewegung in Gang zu setzen. Und wenn ja, 1933 und 1952 da was bewegt wurde, dann vielleicht hoffentlich auch 2019. Aber ich habe doch gerade eine Mainstream-Quelle gezeigt, dass es ein Drittel Kritiker gibt, ein Drittel sind neutral und nur ein Drittel ist sehr laut. Das heißt halt einfach, auch ich meine, es ist so, dass renommierte Wissenschaftler hier, der ehemalige Direktor vom Max-Planck-Institut in Hamburg für Meteorologie, das angesehenste Institut für Meteorologie in Deutschland, der ist zum Skeptiker geworden. Er wird als Klimaleugner bezeichnet, er wird angegriffen von eigenen Kollegen. Der sagt, die ganze Debatte ist total politisiert, hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Okay, das sind mir neue Entwicklungen. Wie gesagt, da ist wahrscheinlich schon ein bisschen was dran, medial ein Tick weit gehypt wird oder von einigen auch politisiert wird. Das will ich nicht abstreiten. Aber wenn die weiterhin aus meiner Sicht überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler sagt... Es ist nicht die Mehrheit, ein Drittel haben wir ja gerade gesehen. Ja, das, also diesen Wissen... diesen Dreisat. Wie bitte? Das ist Dreisat, GEZ, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja, aber ich würde mich jetzt nicht auf die Aussage einer Person verlassen bei einem so großen Thema. Hast du dich? Genau. Darf ich dir noch ein Bild zeigen? Ja. Ein letztes. So, Moment, jetzt muss ich eben. Ja. Schau dir das Bild mal an und dann möchte ich wissen, was du dazu sagst. Jetzt möchte ich erstmal nochmal wissen, was genau euer YouTube-Kanal ist. Ich gehe einfach zu Demos und stelle kritische Fragen. Ja. Und aus welcher Richtung kommst du? Ich bin Klimaleugner sozusagen. Ich habe mich sieben Jahre mit IPCC beschäftigt, mit den Rockefeller, mit alles, was die geschrieben haben, habe mir die Modelle angeschaut, habe mir die Kritik angehört. Und es gibt halt auch von mir lieber, oder es gibt halt YouTube-Kollegen, die halt solche Leute, die da den Klimawandel
propagieren, dass es halt menschengemacht ist, so wie MyLab, Harald Lesch, Mr. Wissen to go und dementsprechend die Wissenschaftler. Wir versuchen alle mit denen zu diskutieren und sie diskutieren nicht. Die verweigern sich jeglicher Diskussion. Sie sagen halt einfach nur, du bist Klimaleugner, die Wissenschaft steht auf meiner Seite und wie du siehst, die Wissenschaft ist sich nicht einig. What do we want? When do we want it? What are we? Die Gegenwart, danke schön! Sagt dir Antifa was? Ja. Was sagst du dazu, wenn die, also beim letzten Mal haben die auf der Bühne Flaggen geschwungen, da waren 500 Leute, die ja mitgetanzt haben, mitgeschrieben haben. Die Antifa wird ja auch vom Verfassungsschutz, ich meine natürlich, es gibt nicht die Antifa, es ist eine dezentrale Organisation, aber die wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie sagst du, wie stehst du dazu, wenn die hier mitlaufen? Eigentlich wollte man sich ja auch davon abgrenzen. Dazu kann ich wenig sagen. Ich kenne die Hintergründe der Antifa nicht. Ich weiß nur antifaschistisch. Das finde ich erstmal positiv. Ansonsten kenne ich da die Hintergründe zu wenig, um da irgendwas zu sagen. Okay, Simon, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, dankeschön. Die Cook-Studie, es gibt auch einen Spiegelartikel, den kann ich dir gleich zeigen. Die sagen, die ist zur Unterstützung der Klimaalarmisten gemacht worden. Sie ist halt einfach bewusst misleading und sozusagen, sie soll die Leute in die Irre führen, dass es einen angeblichen Konsens gibt, den es nicht gibt. Da gibt es halt, ich kann dir gleich zwei Quellen zeigen vom Spiegel, ein sehr renommierter Ozeanologe, der an ganzen Klimaprojekten mitgearbeitet hat, der sagt, es sind 50-80% der Wissenschaftler, die dem widersprechen und da gibt es halt ganz viele andere Studien, die halt was komplett anderes sagen. Ja, dann, mein Gott, die Studien will ich gern mal sehen. Sag ich dir gerne. Ja, aber bitte nicht jetzt. Alles klar, vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Die Wissenschaft ist sich nie einig in vielen Bereichen. Du hast doch gesagt, 97% sind sich einig. Genau, 97% sind sich einig, aber es gibt 3%, die sich nicht einig sind. In jedem Bereich gibt es immer unterschiedliche Stimmen. Ich hoffe, also das Ding ist, ich bin sehr überzeugt davon, dass es diesen Klimawandel gibt. Ich weiß es, ich glaube an die Fakten. Und trotzdem hoffe ich inständig, dass es nicht zu dem kommen wird, wovon ich überzeugt bin. Ich habe ein Kind und ich möchte nicht, dass das passiert. Aber ich bin mir bewusst, dass es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu kommen wird. Und deswegen bin ich hier. Deswegen müssen genau solche Themen angesprochen werden. Und selbst wenn es diesen Klimawandel nicht geben sollte, was wäre verkehrt daran, sich mit Klimathematiken auseinanderzusetzen, sich mit Umweltschutz auseinanderzusetzen, von mir aus auch mit Tierschutz oder was auch immer. Ich sehe da keinen Nachteil drin. Geht es um, du hast gesagt, ich glaube, geht es um Glauben oder geht es um Fakten, um Wissen, um Wissenschaft? Ich weiß, dass ich Glaube gesagt habe. Ich bin mir sicher, dass es so ist. Okay, und es hat natürlich keiner was gegen Umweltschutz. Es hat keiner dagegen, dass die Welt weiter grün bleibt, dass wir weiter eine lebenswerte Umwelt haben. Aber natürlich, man sieht, mit dieser Ideologie greift man immer mehr in die Meinungsfreiheit ein. Die radikale Antifa schwingt hier ihre Fahnen. Klimaleugner werden immer mehr angefeindet. Die werden mundtot gemacht. Die Grünen sympathisieren mit dem System in China, mit dem Social Scoring System. Demnächst heißt es, du bist nicht vegan, darfst nicht mehr fliegen, darfst nicht mehr Bahn fahren. Es wird halt die ganze Gesellschaft wird auf eine Ideologie aufgebaut, die wissenschaftlich stark umstritten ist. Und letztendlich werden Milliarden von Euro ausgegeben für eine Energiewende, die absolut, wo Wälder gerodet werden und so weiter. Muss man da nicht einfach genauer hinschauen? Inwiefern genauer hinschauen? Ich meine, es heißt doch immer so schön, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Ja, die Frage ist, was ist der Weg zur Hölle? Ist das der Weg, den wir gerade einschlagen mit weiter so oder ist der Weg zur Hölle der, den wir gerne hätten mit einem radikalen Systemwandel? Was ist der Weg zur Hölle? Wir können es jetzt nicht wissen. Was ist die gute Absicht? Ist die gute Absicht, wir fahren weiter unsere SUVs, unsere Kleinstadtpanzer, wir fliegen weiter um die Welt und verursachen damit unter Umständen das Aussterben der menschlichen Spezies. Okay, vielen Dank für das Interview. So, 14.30 Uhr, wir haben jetzt hier drei Interviews bei Fridays for Future geführt und haben jetzt hier
sind mit Leuten nochmal ins Gespräch gekommen, haben uns dann nochmal 2,5 Stunden unterhalten. Und mit der Mütze sehe ich jetzt ganz schön doof aus, aber egal. Es geht hier nicht ums Aussehen im Beauty-Kanal, da könnt ihr bei Bibis Beauty Palace vorbeischauen. Wir haben uns hier mit 2 Leuten unterhalten, die waren sehr offen für Gegenargumente. Der eine hat auch gesagt, er würde sich als Antifa sehen. Der meinte auch, so was du jetzt alles sagst, du bist ja auch gegen faschistische Bewegungen. Vielleicht, ja, du gehörst ja auch zu Antifa und kommt da auch vorbei, ihr habt doch auch was gegen Umweltschutz und so, wo ich sage, ja, aber ich sehe das alles ganz anders. Natürlich sagen die alle, was spricht dagegen, wenn wir regenerative Energien haben, ja, wie gesagt, wir haben uns respektvoll lange unterhalten, aber ja, der meinte halt auch, vielleicht schaut er, dass er einer von seinen Kollegen, die sich auch als Antifa bezeichnen, es gibt ja nicht die Antifa, sondern es ist dezentral, also kleine Grüppchen. Ja, der meinte, vielleicht finde ich da jemand, der Lust hat, mit dir zu sprechen, halt einfach auch ohne Kamera, einfach nur, wo man sich respektvoll unterhält. Also, mir wird ja oft immer vorgeworfen, dass ich die Leute vorführe, aber ich versuche halt immer, ja, ich meine, ich war selbst 5 Jahre vegan, ich habe damals meiner Freundin gesagt, ja, ich möchte nicht mehr fliegen und ich war halt auch mal mehr oder weniger gebrainwashed von diesem ganzen Klimawahn. Deswegen versuche ich halt immer, den Leuten Empathie entgegenzubringen. Die haben natürlich die edelsten Absichten, aber natürlich, wie heißt es immer, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Insofern versuche ich halt einfach nur, den Dialog zu finden, halt kritische Stimmen, eine Meinung zu geben. Und ich hoffe, ihr wisst das auch zu schätzen. Also auch nochmal hier, wenn ihr es zu schätzen wisst, dann würde ich mich ja natürlich freuen, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützt. Ihr findet unten in der Beschreibung viele Möglichkeiten dazu. Und vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ich empfehle dir, um tiefer in das Thema einzusteigen, meine Playlist zum Thema Klimawandel. Da habe ich einmal die kritischen Stimmen aus dem Mainstream zusammengestellt und natürlich meine Videos.